Wir wurden jetzt ja schon etwas vorinformiert von einer ganz neuen Seite wieder, was Impfung für Wirkung hat, selbst wenn jetzt nicht diese Art Giftstoffe drin sind, die man vielleicht anfechten könnte im Zusammenhang mit Amalgam und so weiter. Jetzt geht es wieder einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir wieder, denke ich, direkt ein bisschen in die Impfthematik rein. Wir haben auf dem Flyer geschrieben, die Seuchenerfinder. Sind die Seuchen jetzt erfundene Sache? Sind Impfungen Dinge, die real sind oder nicht real? Darüber wird sehr viel gestritten. Ich habe mir die spanische Grippe, mich darüber ein bisschen informiert. Die spanische Grippe war 1918. Und was mich da sehr aufmerken hat lassen, ist die Tatsache, dass während dieser spanischen Grippe fast ausnahmslos all die Soldaten und Zivilisten gestorben sind, die sich haben impfen lassen zuvor. Überlebt haben es die nicht geimpft. Und das ist einfach mal Fakt, ist einfach mal Geschichte, darüber muss man nicht mehr diskutieren. Also die meisten Ungeimpften haben die Grippe überlebt. Wenn früher die Pest durchs Land ging, hat sie über Nacht ganze Völker ausgerottet. Über Nacht waren die weg. Und unsere Frage ist es möglich, dass sich die Gewohnheit der Pest und so weiter, dass sich die geändert hat, dass sie heute zuerst bei den Pharmas die Erlaubnis einholen muss? Ich bitte Hans Tolzin, unseren Referenten, nach oben. Er wird uns hier wichtige Antworten geben. Einige Informationen über Hans Tolzin. Er war unter anderem 10 Jahre in der EDV-Abteilung einer großen Stuttgarter, eines Konzerns in Stuttgart, Programmierer. Und als Vater von 2 Kindern suchte er 1999 Klarheit in der Impffrage. Und dann ging er in gewohnter analytischer Methodik dieser Sache auf den Grund. Also hier haben wir es wieder mit einem Autodidakten zu tun, die ich immer ganz arg in Schutz nehmen möchte. Das ist weltweit bekannt, das Autodidakten, das heißt solche, die selber sich das Wissen beibringen, jetzt nicht notwendigerweise auf einer Uni oder irgendwo, sondern sich durcharbeiten durch die Büchereien und durch die Materie, dass die oft dann in der Regel die Besten sind. Das möchte ich einfach mal zugute halten, auch wieder Erfahrung, darüber muss man auch nicht viel diskutieren. Er hatte schon immer eine journalistische Ader und dadurch ist im Zuge der Zeit mit der Auseinandersetzung mit dem Thema sind dann ziemlich viele Werke entstanden. Er hat einige Webseiten, wie zum Beispiel www.impfreport.de oder den bekannten Impfreport, das Newsletter. Er macht jährlich stattfindende Impfsymposien, Stuttgarter Impfsymposien, da steht er vor. Und seit 2005 ist er jetzt vollzeitlicher freier Journalist in der Thema Impfaufklärung. Also wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Danke, dass Sie da sind. Ja, Ivo, ich bedanke mich für die Einladung, hier vor so vielen Menschen sprechen zu dürfen. Mir geht's wie meinem Vorredner. Ich habe auch noch nie so vor so vielen Menschen gesprochen und ich habe auch ein bisschen Lampenfieber. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich habe mich so gut ich kann vorbereitet und ich möchte mich eigentlich in diesem Vortrag auf die Schweinegrippe konzentrieren. Die Schweinegrippe ist ein hervorragendes Beispiel, wie es bei allen Pandemien, bei allen Epidemien läuft. Und Schweinegrippe, da haben wir den Vorteil, wir finden alle Informationen auf der Webseite der WHO und auf der Webseite des CDC, der US-Seuchenbehörde. Sie können also alles, was ich hier erzähle, nachprüfen, ohne großen Aufwand. Sie brauchen 1 Stunde Zeit, ein paar Englischkenntnisse und schon können Sie alles nachprüfen, was ich Ihnen hier erzähle. Ich habe eigentlich auch nichts weiter gemacht, als die bereits vorhandenen und veröffentlichten Quellen auszuwerten. Also mein Thema ist Schweinegrippe, die wahren Hintergründe. Wer von Ihnen hat denn Angst vor der Schweinegrippe? Hand hoch. Wer hat, ganz ehrlich mal, wer hat Angst vor der Schweinegrippe? 1, 2, 3. Wer hat keine Angst vor der Schweinegrippe, aber Angst vor der Zwangsimpfung? Da erzähle ich Ihnen was Neues heute.
Worum geht es denn überhaupt bei der Schweinegrippe oder bei der Grippe? Es geht um Erkrankungen der Atemwege. Und Erkrankungen der Atemwege können unterschiedliche Ursachen haben. Zum Beispiel können Erkrankungen der Atemwege psychosomatische Ursachen haben. Da gibt es auch jede Menge Literatur dazu. Louise Hay, Thorvald Detlefsen, Rüdiger Dahlke, der Dr. Hamer. Ja, da finden Sie Informationen, welche psychischen Ursachen es für Atemwegserkrankungen gibt. Zweitens besteht die Möglichkeit der Vergiftungen. Da haben wir heute Morgen auch schon was gehört. Viele Vergiftungen beginnen mit Grippesymptomen. Die dritte große Gruppe, das sind die Infektionen, zumindest aus Sicht der Schulmedizin. Viren und Bakterien. Und als vierte wichtige Ursache würde ich noch gerne erwähnen, eine allgemeine gesundheitliche Schwäche, worin die auch bedingt sein mag. Und diese Schwäche spielt sicherlich in allen anderen Ursachen mit rein. Das heißt, sie muss auch immer mit betrachtet werden. Diese verschiedenen möglichen Ursachen machen grundsätzlich eine sehr, sehr sorgfältige Anamnese notwendig. Der Armutsfaktor spielt eine Rolle. Die sogenannte Schweinegrippe hat ja angeblich in Mexiko begonnen und Mexiko ist ein Schwellenland. Es gibt etliche Zitate, die habe ich jetzt gelöscht für diesen Vortrag, damit ich einigermaßen in der Zeit bleibe. Es ist ein Fakt, dass Menschen, die hungern, Menschen, die kein Dach über den Kopf haben, dass Menschen, die kein sauberes Wasser haben, dass die leichter an Infektionskrankheiten erkranken. Ein ganz interessanter Zusammenhang ist auch der Zusammenhang zwischen Grippesymptomen, Polio, also Kinderlähmung, und Pestiziden. Die wenigsten wissen, dass Polio eigentlich zweiphasig ist. Also die Kinderlähmung beginnt eigentlich immer oder in der Regel mit Grippesymptomen. Und erst in der zweiten Phase, wenn es soweit kommt, gibt es Lähmungserscheinungen. Und ein anderer Autodidakt aus den USA, ein Amerikaner namens Jim West, der hat in einer akribischen Arbeit einen verblüffenden Zusammenhang zwischen Pestiziden und Polio und damit auch mit Grippesymptomen festgestellt. Das wäre ein eigener Vortrag. Wen es interessiert, der kann das in diesen beiden Ausgaben vom Impfreport von meiner Zeitschrift weiter nachlesen. Na. Der gleiche Jim West hat auch einen weiteren Zusammenhang festgestellt, nämlich den zwischen Luftverschmutzung und Grippesymptomen. Zum Beispiel Kohlenmonoxid kann Symptome verursachen, die von Grippe nicht zu unterscheiden sind. Und er hat die Schweinegrippefälle in den USA akribisch untersucht und hat festgestellt, dass zum Beispiel bei der St. Francis Preparatory School in New York, dass diese Schule, die ja Schweinegrippefälle hatte oder eben allgemeiner gesagt Atemwegserkrankungen, dass diese Schule an einem Verkehrsknoten, Hauptverkehrsknoten liegt, mit einer überdurchschnittlichen Luftverschmutzung. Können Sie auch auf seiner Webseite detaillierter nachlesen, nur um das mal erwähnt zu haben. So, was macht jetzt die Schulmedizin, die real existierende Medizin aus diesem Krankheitsspektrum? Sie pflegt einen Tunnelblick, einen regelrechten Tunnelblick nur auf die Infektionen. Alternative und unangenehme Ursachen, also alle anderen Ursachen, die der Mensch ja selbst hervorgerufen hat, sind ja irgendwo auch unangenehm, ja, werden mehr oder weniger systematisch ignoriert. Man hat einen Erstverdacht, wenn Sie zum Arzt gehen, hat er einen Erstverdacht
Und dieser Erstverdacht, der richtet sich nach der aktuellen Modediagnose. Und die aktuelle Modediagnose ist nun mal im Moment die Schweinegrippe. Das heißt, der Arzt wird, wenn Sie einen Nachbarn haben, der aus Mexiko gerade aus dem Urlaub gekommen ist, der wird da diesen Verdacht äußern, wenn er eine Probe einschickt ins Labor und dann testen die. Und inzwischen gibt es ja diese Tests, ja, mit denen man Schweinegrippe angeblich nachweisen kann. Wird dieser Erstverdacht durch einen Labortest bestätigt, gibt es keine weiteren Differentialdiagnosen mehr in der Regel. Differentialdiagnose heißt, abzuprüfen, welche anderen möglichen Ursachen gibt es denn sonst noch? Was spielt denn sonst noch mit rein? Zum Beispiel eine Vorerkrankung oder die Lebensumstände. Da muss man sich fragen, wie viel hat das Weltbild des Mediziners dann noch mit der Realität, mit unserer Realität zu tun? Denn meine Feststellung, ich beschäftige mich jetzt seit vielen Jahren und seit 10 Jahren intensiv mit Infektionskrankheiten, meine Feststellung ist, in den seltensten Fällen ist die Ursache einer Erkrankung monokausal. In der Regel sind es mehrere, 2 oder 3 oder mehrere Faktoren, die zusammenspielen, wenn jemand krank wird. So, als Therapie kennt die Schulmedizin eigentlich nur die Erregerbekämpfung. Das ist im Grunde auch wieder eine Vergiftung. Ja? Und diese Produkte kennen wir ja, zum Beispiel Tamiflu, ja, das ist das bekannteste, kann ja selber wieder durch seine Nebenwirkungen Grippesymptome auslösen. Oder aber, wenn nicht antivirale oder antibiotische Therapie, doch zumindest Symptomunterdrückung, Fiebersenkung, Schmerzmittel, Entzündungshemmer, Hustenhemmer. Alles Sachen, die in den natürlichen Ablauf in unserem Körper heftig eingreifen. So, diese Vorgehensweise ist typisch auch bei der Schweinegrippe. Nochmal zusammenfassend, Atemwegserkrankungen gibt grundsätzlich mal zwei Sichtweisen. Einmal die Schulmedizin, die sich nur auf die Mikroben konzentriert, und die Naturheilkunde mit ihren verschiedenen Richtungen, die im Grunde aber mehr versucht, den ganzen Menschen und die gesamten Lebensumstände eines Menschen zu betrachten. Die Schulmedizin unterscheidet dann noch zwischen Viren und Bakterien. Bei den Viren wird unterschieden, da gibt es die Influenza-Viren und die anderen. Und bei den Influenza-Viren gibt es dann auch Typ A, B und C. Und es gibt noch weitere Unterscheidungen, aber da will ich noch kurz vorher was erklären. Hier haben wir eine Darstellung eines Influenza-Virus. Wir sehen, außen auf der Hülle gibt es 2 Enzyme, das Hemagglutinin und die Neuraminidase. Diese Enzyme spielen eine wichtige Rolle beim Eintritt des Virus in die Zelle und beim Austritt des Virus aus der Zelle. Dann gibt es die RNA innen drin. RNA ist eine einsträngige DNA, also Erbgut. Das Matrixprotein spielt jetzt hier im Rahmen dieses Vortrags keine Rolle. So, wir waren vorher bei Influenza-Virus Typ A. Da gibt es jetzt H1, N1, das Schweinegrippe-Virus. Ja? Da gibt es H5, N1, Vogelgrippe. Da gibt es H7, N7 und. Die Schulmedizin kennt von diesem Hemagglutinin 15 bekannte Untertypen, also Subtypen, und von der Neuraminidase 9. Das sind 135 denkbare Kombinationen. Also Untertypen vom Influenza-Virus Typ A. So, jetzt denken Sie vielleicht, ach, Ende der Fahnenstange. Nein, ist nicht. Man kennt nicht nur H1N1, sondern dann gibt es auch noch den Strang so und so und den Strang so und so und den Strang so und so. Man unterteilt immer mehr. Man kennt inzwischen Hunderte, wenn nicht Tausende von verschiedenen Influenza-Subtypen.
Wir dürfen uns die Frage stellen, wo soll denn das enden? Und ich sage Ihnen, das endet in der Erkenntnis, dass kein Virus wie das andere ist. Ja? Jedes Virus ein eigenes Individuum. So, jetzt, wie wollen Sie denn da noch einen Labortest eichen? Auf welches Individuum wollen Sie den Labortest denn da noch eichen? So, diese schulmedizinische Sichtweise hat natürlich Vorteile für uns alle. Da müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, für uns Patienten. Wenn jetzt herauskommt, ach, das Virus ist schuld, dann liegt es nicht an mir, nicht an meiner Lebensweise, nicht an meiner Ernährung. Ja? Es hilft uns also bei der Verdrängung der Erkenntnis unserer Suchtmechanismen. Für Mikrobiologen hat das Vorteile, weil wenn nämlich sich mal wieder zeigt, dass ein Impfstoff nicht funktioniert, ach, dann liegt das doch nicht daran, dass der Impfstoff schlecht wäre. Nein, das Virus ist schon wieder mutiert, es ist schon wieder ein ganz neuer Strang. Ja? Also ist auch für ihn eine klasse Erklärung. Außerdem hat das ja wieder neue Forschungsaufträge zur Folge und dann hat er wieder ein paar Jahre Lohn und Brot. Für die Industrie, keine Frage, hat es Vorteile. Man kann ständig neue Medikamente und Impfstoffe auf den Markt werfen. Keine Frage. Für Politiker hat es den Vorteil, jede neue Pandemie bringt neue Möglichkeiten, sich zu profilieren. So, woran erkennen wir denn jetzt, wenn wir uns die Schweinegrippe mal näher angucken wollen, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, woran erkenne ich denn jetzt eine wirklich angstmachende Pandemie oder eine Pandemie in einem Ausmaß, wo ich wirklich besorgt sein müsste. Einmal habe ich so für mich mal hier zusammengestellt, Häufung von ungewöhnlich schweren Krankheitsverläufen wäre mal ein mögliches Merkmal, ungewöhnliche Häufung von Todesfällen, außergewöhnlich leichte Ansteckung, schneeballartige Verbreitung, ja. Wenn ich jetzt das Virus in mir habe und ich huste jetzt ein bisschen rum, dann haben morgen 10 Leute von Ihnen auch diesen gleichen Husten und übermorgen 100 Leute. So stelle ich mir eigentlich eine Pandemie vor, die die Menschheit bedroht. Und zuletzt, die Zahlen, die Erkrankungszahlen sollten eigentlich deutlich über dem normalen Influenza-Grundrauschen liegen. Influenza-Grundrauschen, was ist das denn? Was ist das? Was meine ich damit? Laut WHO, laut der Weltgesundheitsbehörde, gibt es im Durchschnitt jedes Jahr etwa oder bis zu 1 Milliarde Erkrankungen an Influenza mit schweren oder auch hauptsächlich leichten Verläufen. Jedes Jahr. Das, ja, und 5 Millionen bis zu 5 Millionen schwere Erkrankungen, also Erkrankungen, die einen Krankenhausaufenthalt nötig machen. Bis zu 500.000 Todesfälle, das können Sie auf der Webseite von der WHO nachlesen, alles, ja? Bis zu 500.000 Todesfälle im Jahr. Das sind am Tag 1.307 Todesfälle. Bis zu 57 Todesfälle stündlich. Fast jede Minute stirbt ein Mensch auf diesem Planeten am Influenza-Virus. Ich habe jetzt hier 16 Minuten auf meiner Uhr, sind schon 16 Leute gestorben. Ja, ohne dass wir überhaupt an irgendeine Pandemie denken. Ja? So, noch ein paar andere Zahlen. Deutschland, laut Robert-Koch-Institut, das ist die deutsche Seuchenbehörde, Winter 2002, 2003 hatten wir, heißt es, 5 Millionen Infizierte, bis zu 20.000 Todesfälle. Wichtig ist zu wissen, dass das Schätzungen und keine Zählungen sind. Und wie die zustande kommen, das ist nochmal ein eigenes Thema. Es gibt auch einen Vortrag von mir, wo ich da nochmal ausführlich drauf eingehe. Das reicht aber jetzt die Zeit nicht dazu. Aber wichtig ist zu wissen, das RKI spricht von bis zu 20.000 Todesfällen aufgrund von normaler Influenza. Das sind bis zu 55 Todesfälle am Tag oder bis zu 2 Todesfälle in der Stunde
etwa alle halbe Stunde ein Todesfall in Deutschland aufgrund von Influenza. Im Jahresdurchschnitt, ja, das ist natürlich nur ein statistischer Durchschnittswert, als solcher zu verstehen. So, Influenza-Grundrauschen USA wäre auch noch wichtig. Laut CDC, CDC ist die US-Seuchenbehörde, laut dem CDC erkranken in den USA jährlich bis zu 60 Millionen Menschen an Influenza. Das sind 165.000 oder bis zu 165.000 Neuerkrankungen am Tag in den USA. Bis zu 200.000 schwere Erkrankungen pro Jahr in den USA. Das sind am Tag bis zu 550 schwere Neuerkrankungen jeden Tag in den USA. Und das CDC spricht von ca. 36.000 Todesfällen durchschnittlich. Ja, das sind fast 100 Todesfälle am Tag, ohne dass wir von einer Pandemie reden. Ohne dass das CDC von einer Pandemie redet. Das sind 2 Todesfälle täglich in jedem Bundesstaat oder aber 4 Todesfälle in jeder Stunde in den USA. Alle 15 Minuten ein Todesfall. Da haben wir noch lange keine Pandemie. Mexiko wäre jetzt auch sehr interessant, aber da haben wir leider keine Daten. Und auch das CDC nicht, das werden wir noch sehen. Wäre natürlich jetzt auch interessant gewesen. Wichtig zu wissen ist noch oder zu betrachten ist noch, dieses Influenza-Grundrauschen setzt sich aus der Summe von Hunderten, wenn nicht sogar von Tausenden verschiedenen Influenza-Subtypen zusammen. Und ein Pandemie-Alarm wäre eigentlich dann gerechtfertigt, wenn dieses Gesamtgrundrauschen sich deutlich erhöht. Dann würde ich eigentlich, sage ich jetzt mal mit dem gesunden Menschenverstand, würde ich eigentlich sagen, ja, wenn sich die Sterberate insgesamt verdoppelt, verdreifacht oder so, dann müsste man doch mal gucken, was da los ist. So, Chronologie der Schweinegrippe. Das Vorspiel. In der Influenza-Saison 2008-2009 wird in den USA und besonders an der Grenze zu Mexiko das Influenza-Screening, also die Erhebung oder die Entnahme von Proben und die Testung von Proben, intensiviert, stark intensiviert. Und im Jahr 2009 müssen zudem noch alle US-Labore, alle Influenza-Subtypen, ja, Strang XYZ, ja, die nicht klassifiziert werden können, die nicht in einer Datenbank stehen, die da weltweit gepflegt wird, die müssen alle an das CDC gemeldet werden. Das heißt, die müssen diese Proben an das CDC einsenden. Hier ein Zitat von einem Kollegen von mir, Michael Leitner. Wo man mit einem ungeeigneten Test sucht, sagt er, findet man. Und wo man viel sucht, findet man viel. Die Eichung des Tests ist nochmal ein eigenes Thema. Aber wo Sie viel suchen, finden Sie viel. Und wo Sie wenig suchen, finden Sie wenig. Das ist einfach logisch. Warum? Vor allem, weil wir inzwischen wissen, dass jeder Mensch das Mehrfache an Bakterien mit sich herumträgt als eigene Körperzellen. Das Mehrfache. Und da haben wir die Viren, die ja viel kleiner sind, noch gar nicht berücksichtigt. Als die Infektionshypothese entwickelt wurde, ja, oder erfunden wurde, glaubte man noch, das Blut sei steril. Und alles, was man unter dem Mikroskop findet, das muss ja von außen gekommen sein. Weil man hat ja auch vorzugsweise Kranke untersucht. Und das ist heute noch bei der Schweinegrippe genau das Gleiche. Man untersucht die Kranken und findet da was. Aber das heißt nicht, dass nicht jeder Gesunde nicht womöglich auch diese Partikel mit sich herumträgt, ohne krank zu werden. Dann wissen wir heutzutage,
dass es auch sogenannte endogene Viren gibt. Googeln Sie mal im Internet nach dem Begriff, da finden Sie jede Menge Webseiten. Das heißt, Viren, die wir in einem Organismus finden, kommen nicht zwangsweise von außen. Die können als Stressreaktion von den Zellen, von den Körperzellen selbst erzeugt werden. So, und dann muss man sich natürlich fragen, ja hoppla, wenn das jetzt in einem besonderen Fall so wäre, was ist denn diese Stressreaktion? Das wäre doch dann die eigentliche Frage, ja, statt die Viren zu bekämpfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist nochmal, um das mal kurz anzusprechen, die Eichung der Labortests. Eigentlich kann ich einen Labortest nur dann eichen, wenn die Eigenschaften eines Virus eindeutig bestimmt sind. Sowohl die genetische Zusammensetzung als auch die Zusammensetzung der Hülle und der Enzyme, die da womöglich auf der Hülle drauf sind. Wenn ich das eindeutig weiß, kann ich sagen, ja okay, das Enzym XYZ, das Protein XYZ ist spezifisch, es ist eindeutig, ja, dann kann ich mit einem Antikörpertest auf die Proteine gehen oder ich kann mit einem sogenannten PCR-Test auf die Gene gehen. Aber um die Eigenschaft eines Virus eindeutig feststellen zu können, muss ich natürlich das Virus erstmal in Reinkultur, das heißt hochaufgereinigt, vor mir haben. Diesen Streit über die Isolierung, das heißt die Hochaufreinigung von Viren, diese Diskussion gibt es seit AIDS und ist Ihnen vielleicht auch schon mal auf diese oder jene Weise wahrscheinlich im Internet begegnet. Auch beim Influenza-Virus gibt es keine wissenschaftliche Publikation, die eine Hochaufreinigung belegt. Ich kenne keine. So, dann gibt es natürlich die sogenannten Koch'schen Postulate. Das hat Dr. Robert Koch und sein Lehrer, Professor Hähne, die haben das gemeinsam ausgetüftelt im 19. Jahrhundert, eine bestimmte Vorgehensweise, um zu beweisen, dass ein bestimmter Erreger krank macht. So, das erste Koch'sche Postulat besagt, um das nachweisen zu können, dürfen wir eigentlich diesen Erreger nur in Kranken finden, niemals aber in Gesunden. So, und das sage ich Ihnen jetzt, und das ist etwas, was ich jetzt nicht in diesem Vortrag belegen kann. Ich kenne keine einzige Infektionskrankheit, zumindest bei denen nicht, die ich untersucht habe, wo das nachgewiesen ist, dass der Erreger nur in den Kranken gefunden wird und niemals in den Gesunden. Zweite Koch'sches Postulat setzt die Vermehrbarkeit oder den Nachweis der Vermehrbarkeit voraus, klar, wenn da ein böses Virus da in uns reinkommt, das vermehrt sich ja dann wie wild und dann erst wird es gefährlich für uns. Aber wie soll denn die Vermehrbarkeit nachgewiesen werden, wenn ich den Erreger gar nicht in Reinkultur vor mir habe? Ja, was will ich denn dann vermehren, ja, wenn ich das nicht eindeutig weiß, was ich da in meiner Kultur habe oder in der Probe habe? Und das dritte Koch'sche Postulat verlangt ein Ansteckungsexperiment, den Beweis, dass dieses Virus, das man vermehrt hat, zum Beispiel in einer Kultur, dass dieses Virus, wenn man das mit einem gesunden Organismus in Kontakt bringt, dass dieser gesunde Organismus krank wird. So, und jetzt habe ich was Interessantes für Sie. Spanische Grippe 1918 hat Ivo schon angesprochen. Je nach Quelle hat die spanische Grippe im Jahr 1918 weltweit bis zu 100 Millionen Todesopfer gefordert. Auch in den USA, viele tausend. Man hat dort dann tatsächlich Ansteckungsexperimente unternommen, und zwar in Boston und San Francisco. Da durften sich Strafgefangene freiwillig melden. Und die mussten sich dann zum Beispiel 5 Minuten lang an das Krankenbett eines Sterbenden setzen. Und dieser musste ihnen 5 Minuten lang in das Gesicht husten. Kein einziger ist krank geworden. Kein einziger.
Und das H1N1 von 1918 gilt als das gefährlichste, tödlichste Influenza-Virus, das die Menschheitsgeschichte, das wir aus der Menschheitsgeschichte kennen. Und auch der Schweinegrippe-Virus ist ja auch angeblich ein H1N1-Virus. Ja, irgendwie gibt mir das zu denken. So, nochmal, wieder reinsteigen in die Chronologie der Schweinegrippe. Also in dem Bereich meines Vortrags, den Sie wirklich auch eins zu eins nachlesen können auf den Webseiten der Behörden. Im März 2009 meldet Mexiko vermehrt Todesfälle mit Grippesymptomen und Lungenentzündung. Mitte März. Am 14. April, das ist jetzt der eigentliche Start, das Startdatum. Am 14. April bekommt das CDC, also die US-Seuchenbehörde, zwei nicht klassifizierbare Proben aus Südkalifornien von zwei Kindern, die aber schon wieder gesund sind. Und einige Angehörige, die erkrankten, sind auch schon wieder gesund. Und die Umgebung ist nicht wie die Fliegen tot umgefallen. Aber man konnte den Influenza-Subtyp nicht klassifizieren. Und das ist ganz schlimm für das CDC. Am 16., 17. April besucht US-Präsident Obama Mexiko. Hat jetzt nichts direkt mit der Schweinegrippe zu tun, aber da die Schweinegrippe, die angebliche Schweinegrippe-Pandemie, mit Sicherheit eine politische Dimension hat, ist es doch interessant, dass er am 16. 17. April in Mexiko war. Am gleichen Tag hat Mexiko einen Kredit über 47 Milliarden Dollar bekommen vom Internationalen Währungsfonds. Am gleichen Tag findet das CDC endlich in ihrer Datenbank eine Gensequenz, die sie auch in dem nicht klassifizierbaren Influenza-Virus vorgefunden haben, nämlich eine Gensequenz, die sie aus einem Schweineinfluenza-Virus kennen, laut Datenbank. 17. April, wir halten kurz inne und fragen uns, gibt es hier an diesem Tag irgendein Anzeichen für eine Epidemie oder gar Pandemie? Ich sehe keine. Hier haben wir eine offizielle Statistik des mexikanischen Gesundheitsamtes. Habe ich im Internet gefunden. Und der Pfeil, der da jetzt hochkommt, der zeigt den 15. März an. Am 15. März beginnt die grüne Kurve. Die grüne Kurve, jetzt probieren wir mal das Ding da aus. Die grüne Kurve hier, das sind die probable, also die möglichen Influenza-Erkrankungsfälle. Das heißt, sind Erkrankungen mit Atemwegssymptomen und wo das möglicherweise auf Influenza beruhen könnte. Das ist die grüne Linie. Und die geht hier los. Aber eigenartigerweise liegt die vorher, vor dem 15. März, bei null. Also da stellt sich jemand, der sich schon ein bisschen mit der Statistik beschäftigt hat, und das habe ich inzwischen, ja, stellt sich die Frage, ob man vorher überhaupt gezählt hat. Ja, Sie lachen. Aber wenn Sie mal den Statistiken, die Sie von den Gesundheitsbehörden bekommen, wenn Sie denen mal akribisch nachgehen, da fallen Ihnen die Augen aus dem Kopf. Gut, so weit, so gut. Hier der zweite Pfeil ist der Tag, an dem Präsident Obama in Mexiko war. Und was ist, beobachten Sie mal die grüne Linie, was da mit der grünen Linie ist. Die geht genau an dem Tag danach hoch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Zusammenhang mit dem Obama-Besuch oder es gibt keinen Zusammenhang. Ja? Wenn es einen gibt, dann gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder hatte der Präsident Obama ein ganzes Flugzeug voll mit Influenza-Viren gezüchtet in einem Militärlabor, in seinem Flugzeug, um Mexiko mal zu zeigen, wo es lang geht. Oder aber man hat einfach ab dem Tag die Erfassungskriterien für die Statistik verändert.
Das wäre die zweite Möglichkeit. Ich bin eher für die zweite, aber letztlich weiß ich es natürlich nicht sicher. Okay. Dienstag, 21. April 2009, das ist die allererste Veröffentlichung über die Schweinegrippe. Das CDC spricht dort von den zwei ungewöhnlichen Proben aus Südkalifornien, wo man den Subtyp nicht klassifizieren konnte, dass man da ein Schweineinfluenza-Gen gefunden habe in diesen beiden Proben. Aber gleichzeitig melden die auch, keines der Kinder hatte vorher Kontakt mit Schweinen. Völliges Rätsel. Die hatten auch keine Kontakte untereinander. Die leben in einem Abstand von 200 Kilometern. Keine ungewöhnlichen Krankheitsverläufe. Könnt ihr alles nachlesen. Auch die erkrankten Angehörigen sind schon wieder gesund. Keine weiteren Ansteckungen. Aber das CDC hat sich natürlich zur Sorgfalt verpflichtet, wird sich jetzt, heißt es in der Publikation, auf eine aggressive Suche nach den Kontaktpersonen zu machen, um herauszufinden, ob es sich hier vielleicht nicht doch um das Pandemievirus, auf das wir alle ja so sehnlichst warten, ob es nicht vielleicht das sein könnte. Also 21. April, wir halten wieder inne. Irgendwelche Anzeichen für eine Epidemie oder gar Pandemie? Ich sehe keine. Hier die Karte USA, Mexiko, das ist Südkalifornien, das sind diese beiden Fälle in Südkalifornien. Und das da unten, der rote, das ist Mexico City, wo die meisten mexikanischen Fälle aufgetreten sind. Zwei Tage später kommt die nächste Publikation des CDC. Jetzt sind es 7 bestätigte Fälle. Das sei nicht überraschend, sagt das CDC, weil man ja jetzt aggressiv sucht. Ja? Und bestätigte Fälle heißt, bestätigt ist H1N1, aber den Subtyp kann man nicht bestimmen. Und man findet außerdem ein Genbruchstück, was man aus der Virusdatenbank schon kennt. Milder Verlauf, normale Grippesymptome, alle wieder gesund bei einer Hospitalisierung, keine Kontakte untereinander, alles sehr rätselhaft, keine Schweinekontakte, Genome sind sich ähnlich, similar. Die sind also nicht identisch. Ja, was haben die denn dann miteinander zu tun, wenn die nicht identisch sind, die Fälle, frage ich mich. Ja, ich meine, die denken sich jetzt sicherlich was dabei, wenn sie similar schreiben. Dann die gemeinsamen Gensequenzen, die man da findet. Das sind 4 verschiedene. Ich lese es jetzt nicht vor. Ich glaube, das ist jetzt nicht so zielführend. So, wir waren am 23. April, Donnerstag. Anzeichen für eine Epidemie oder gar Pandemie. Haben Sie immer das Influenza-Grundrauschen so ein bisschen im Hinterkopf? Ja? Ich sehe da keine Anzeichen. Am gleichen Tag beschließt interessanterweise Mexiko ein eigentlich in der Bevölkerung sehr umstrittenes Gesetz, das die Kompetenzen der Bundespolizei in Mexiko stark erweitert. Angeblich geht es da um die Drogenbekämpfung. Aber es traut sich keiner auf die Straße, um zu protestieren, weil alle haben Angst vor der Grippewelle, die da gerade und vor den Grippetodesfällen, die da gerade in Mexiko grassieren. Am gleichen Tag wird nämlich der Ausnahmezustand in Mexiko ausgerufen. Schulen geschlossen, keine Fußballspiele und so weiter. Die Leute trauen sich nicht auf die Straße. Wie gesagt, so, das ist jetzt der 23. Das sind jetzt tatsächlich die Grünen, also die möglichen Influenza-Fälle und auch die bestätigten Influenza-Fälle sind jetzt tatsächlich ein wenig angestiegen. So, einen Tag später, 24. April, jetzt sind es 8 Fälle in den USA, sagt das CDC. Die hatten alle keine Kontakte untereinander, auch keine Schweinekontakte, keine schweren Verläufe. Die meisten sind schon wieder gesund. Aus Mexiko sind von 14 Proben 7 positiv, sagt
das CDC, weil Mexiko kann nämlich die Subtypen gar nicht selber feststellen. Die haben nämlich die immer an das CDC geschickt. Fallzahlen aus Mexiko sind nicht bekannt. Also dieses Influenza-Grundrauschen, von dem ich gesprochen habe, das kennt man nicht. Auch das mexikanische Virus heißt, es ist similar, es ist ähnlich, aber nicht identisch. Also bei so einer exakten Wissenschaft wie der Virologie müsste man doch die absolute Identität oder die Gleichheit der Viren nachweisen können. Aber man bleibt bei dem ähnlich. Warum trotzdem in Mexiko, trotz dieser großen Ähnlichkeit, die mexikanischen Fälle viel schwerer verlaufen als die in den USA, weiß man beim CDC nicht. Ja? Man weiß dort anscheinend nicht, dass Mexiko ein Schwellenland ist. Denen geht es im Durchschnitt nicht besonders gut, den Menschen dort. Zum einen und zum anderen hat Mexico City mit die höchste Luftverschmutzung der ganzen Welt. Und was haben wir vorher gesagt? Kohlenmonoxid kann grippeähnliche Symptome auslösen. Und wahrscheinlich auch noch andere Substanzen, die wir da in die Luft blasen. Außerdem meldet Mexiko auch noch andere Influenza-Viren. Also das wird dann immer so nebenbei noch erwähnt. Und die Frage ist halt, warum konzentriert man sich dann nur auf dieses eine? So, dann habe ich auch ein bisschen die Medienepidemie verfolgt und an dem Tag gibt es die ersten Medienberichte. Bei dpa 2 Berichte über die Schweinegrippe. Freitag, 24. April, Anzeichen für eine Epidemie oder gar eine Pandemie? Ich sehe keine. Aber es ist schon ein Riesenmechanismus angerollt. Ja? Das ist wichtig, das festzustellen. Immer noch Freitag, 24. Mexiko meldet 45 Todesfälle. Darunter seien 16 Influenza bestätigt. 1000 Leute wären mit schweren Grippesymptomen im Krankenhaus. Die Todesfälle steigen dann an und irgendwann müssen sie dann einräumen, dass nur ein Bruchteil von denen, die sie vorher als Schweinegrippefälle deklariert haben, dass nur ein Bruchteil von denen eigentlich als sogenannte bestätigte Schweinegrippefälle bezeichnet werden können. Mexiko meldet jetzt an dem Tag erstmals also nicht nur Influenza- oder Grippe-Todesfälle, sondern Schweinegrippefälle. Das haben die nicht selbst feststellen können, sondern wie gesagt, das CDC hat das festgestellt. Da laufen alle Fäden interessanterweise zusammen. 24., das ist jetzt dieser Tag. Genau. So, ein Tag weiter. 25. April, Samstag. Das CDC stellt fest, in den USA gibt es keine steigenden Raten von Atemwegserkrankungen. In den USA sind alle Fälle mild verlaufen, nur ein Fall hospitalisiert. Und in Mexiko gibt es sowieso ständig schwere Lungenentzündungen. Auf der einen Seite, ja, sagen sie, sie wissen nicht, warum die Fälle schwerer verlaufen. Auf der anderen Seite sagen sie, ja, das ist ganz normal in Mexiko, schwere Lungenentzündungen. So, und das ist jetzt interessant, ein ganz interessantes Rätsel, das habe ich auch noch nicht lösen können. In Mexiko sind hauptsächlich junge Erwachsene betroffen, sagt das CDC. Also nicht die Alten und die Kinder, wie man normalerweise von einer Influenza-Welle meinen möchte. Junge Erwachsene, da komme ich noch dazu. Das CDC sagt, wir sind jetzt herausgefordert, denn Symptome können ja auch von anderen Erregern ausgelöst werden. Also Ihre Hypothese ist herausgefordert, ja, würde ich mal sagen. Ach, warum die Verläufe in Mexiko so schwer sind, sagen sie auch wieder in der gleichen Meldung, das ist uns völlig unbekannt. Die Virenstränge in den USA und auch in Mexiko sind untereinander im Wesentlichen identisch. Und wir werden neue Testkits weltweit verschicken. Also es ist jetzt ein Labortest in Arbeit beim CDC
Und der soll weltweit verschickt werden. Gleichzeitig geben Sie zu, wir arbeiten auf der Basis von Hypothesen. Wir brauchen nur zu lesen, was Sie selber auf Ihrer Webseite schreiben. An dem Tag, am Samstag 19, DPA-Meldungen. So. Ich war beim Samstag, bin immer noch beim Samstag. Die WHO veröffentlicht jetzt auch erstmal was. Die WHO gibt bekannt, nicht das CDC. Die WHO gibt bekannt, das CDC hat das Genom des neuen Virus vollständig entschlüsselt. Wow. Die WHO hat aber einen direkten Draht zum CDC. Interessant. Die wissen das schneller als die selber anscheinend. Das war jetzt bös gesagt, ne? Innerhalb von 10 Tagen, das ist absoluter Weltrekord, das ging noch niemals so schnell, auch nicht bei SARS. Zu diesem Zeitpunkt, es gibt keine Publikationen über eine Virusisolierung, also über eine Hochaufreinigung, was die Voraussetzung für die Entschlüsselung des Genoms eigentlich ist. Es gibt keine bestätigten Institute. Normalerweise geht man hier ja so vor. Es gibt ein Forschungsergebnis, dann sucht man sich eine medizinische Fachzeitschrift, reicht es dort ein und die prüfen das da sorgfältig und dann veröffentlichen die das. Und dann wird gewartet, ob diese Experimente bestätigt werden oder diese Ergebnisse von anderen Instituten bestätigt werden. Gar nichts. Hier in dem Fall gar nichts. Es ist so, sagt die WHO. Ich fasse zusammen oder ich stelle fest, die Behauptungen des CDC werden von der WHO völlig ungeprüft übernommen. Das behaupte ich, weil sie das ja selber zugeben sozusagen. Immer noch keine, aus meiner Sicht, keine Anzeichen für eine Epidemie oder eine Pandemie. Und eine Feststellung, das CDC hat ja anscheinend völlige Narrenfreiheit. Die können ja machen, was sie wollen. Niemand, wer kontrolliert sie denn? Die WHO? Wer kontrolliert das CDC? Sonntag, der nächste Tag also, 26. April, wieder Veröffentlichung des CDC. Wir haben jetzt 20 bestätigte Fälle in den USA, darunter eine Hospitalisierung, alle weitgehend ohne Behandlung genesen. Können Sie alles nachlesen. 12 testpositive Proben aus Mexiko, aber auch saisonelle, also normale Influenza-Viren haben wir gefunden oder wurden gefunden. Ach, sagt das CDC, gute Sache, dass wir die Produktionskapazität bei den Impfstoffen schon so stark erhöht haben. Für den Fall, dass wir Impfstoffe brauchen, haben wir schon vorgesorgt. So, bezüglich des Umstandes, dass hauptsächlich junge Erwachsene betroffen sind, keine Ahnung, sagt das CDC. Es gibt auch noch keinen 100-prozentigen Test, schreibt das CDC. Aber oben, ja, oben sagen sie 20 bestätigte Fälle in den USA. Und hier heißt es, es gibt noch keinen 100-prozentigen Test. Es gibt auch keine Hinweise auf industrielle Schweinefarmen, also vor allem bei denen nicht, die irgendwelchen Aktiengesellschaften gehören. Die können nicht die Ursache sein, behauptet das CDC. Ob sie da Untersuchungen unternommen haben, weiß ich nicht. Am Sonntag, 26. erklärt die USA den öffentlichen Gesundheitsnotstand. Was heißt das? Das heißt unter anderem, dass die von der US-Regierung zentral gelagerten Tamiflu-Vorräte an die Bundesstaaten verteilt werden, damit, wenn es jetzt richtig losgeht mit der Pandemie, damit die einen schnellen Zugriff drauf haben. 33 DPA-Meldungen an diesem Tag. Anzeichen für eine Epidemie oder Pandemie, ich sehe auch hier immer noch keine. So, Montag, 27. 40 bestätigte Fälle in den USA, alle 40 wieder gesund. Nur ein dokumentierter Fall von Mensch-zu-Mensch-Übertragung beim Vater und Tochter. Wir züchten das Wildvirus derzeit auf Hühnereiern, schreibt das CDC, für den Fall, dass wir den Impfstoff brauchen.
So schnell sind die. Obama ist auch schnell, er fordert 1,5 Milliarden US-Dollar für Medikamente und Impfstoffe. Am gleichen Tag gibt es auch ein Erdbeben in Mexiko, ist natürlich nicht in irgendeinem direkten Zusammenhang zu sehen, aber interessant, dass die Mexikaner jetzt doppelt gebeutelt sind. Ja? Kommt da auch noch ein Erdbeben dazu. Und am Montag, den 27. April, erhöht die WHO die Pandemiestufe von 3 auf 4. 75 dpa-Meldungen, Rekord am 27. Wir fragen uns, Pandemiestufe 4, auf Grundlage welcher Fakten, bitteschön? Auf der Grundlage welcher Fakten? Jetzt mal angenommen, ich habe die wichtigsten Aspekte aus diesen Veröffentlichungen wirklich vollständig hier Ihnen präsentiert. Dann fragen wir uns, wo sind die Fakten? Influenza-Grundrauschen, wir erinnern uns, in den USA laut CDC 165.000 Neuerkrankungen im Jahresdurchschnitt, täglich, ja, im Jahresdurchschnitt. Und an die 100 Todesfälle im Jahresdurchschnitt täglich. Das ist das Influenza-Grundrauschen. Nächster Tag, 28. April, Dienstag. Mexiko meldet, die Epidemie ist am Abklingen. Entwarnung. CDC meldet 64 bestätigte Fälle in den USA, davon 5 im Hospital. Ach, keine Ahnung, warum die Fälle in Mexiko so ernst verlaufen. Die wiederholen sich da ständig. Es ist interessant. So, und die Testkits werden jetzt an die Bundesstaaten ausgeliefert. Die FDA, das ist die Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA und die auch für die Labortests zuständig sind, heißt es hier, FDA war sehr entgegenkommend. Was heißt das auf Deutsch? Da fand keine Überprüfung statt. Die haben diesen Test durchgewunken. Nur eine bestätigte Mensch-zu-Mensch-Übertragung in den USA, das kennen wir noch von den Tagen vorher. 75 dpa-Meldungen. Ungeprüfte CDC-Testsysteme werden jetzt weltweit verschickt. Auch nach Deutschland, in die Schweiz, nehme ich doch mal sicher an, und Österreich. So, dieser dritte senkrechte Strich, der markiert diesen 28. Aber interessant ist, der Rückgang ist ja hat erst einen Tag vorher angesetzt. Ja. Die sind sich aber schnell sicher in Mexiko, dass sie jetzt einen Rückgang haben. Ja, einen Tag danach schon. Woher wissen die, dass dieser Rückgang dauerhaft ist? Können sie eigentlich nur wissen, wenn sie die Zahlen irgendwie im Griff haben, also die Statistik, ja? Sage ich jetzt mal böse. Mittwoch, 29. April 2009. Weltweit geben Fachleute Entwarnung. Also nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Pressemeldungen, wo bekannte Fachleute, die da interviewt werden, sagen, so, das ist jetzt wieder am Abklingen. Am gleichen Tag erhöht aber die WHO die Pandemiestufe von 4 auf 5 am gleichen Tag. Mexiko hat jetzt endlich auch ein Speziallabor vor Ort und können jetzt auch dieses Schweineinfluenza-Virus nachweisen. Ich weiß nicht, also für mich stellt sich das so dar, als wäre der CDC jetzt von dieser Meldung des Rückgangs so erschrocken, dass sie ganz schnell ein Speziallabor auf den Weg geschickt haben, dass sie in Mexiko sich das nochmal anders überlegen. Es ist wieder bös gesagt. Roche, Hersteller von Tamiflu, meldet Bestellboom. Ist auch kein Wunder. 72 dpa-Meldungen an diesem Tag. Pandemiestufe 5. Wir können uns wieder fragen, auf der Grundlage welcher Fakten. Influenza-Grundrauschen in den USA. Nochmal zur Erinnerung. 165.000 durchschnittlich jeden Tag. Neuerkrankungen und fast 100 Todesfälle im Jahresdurchschnitt. Laut offizieller CDC-Zahlen. Einen Tag später, 30. April, jetzt sind es 149 bestätigte Fälle in den USA, darunter 6 hospitalisiert, ein Todesfall. Bis gestern, sagte CDC,
konnte das Virus nur vom CDC bestätigt werden, aber jetzt kann es weltweit bestätigt werden. Also der Rückgang der Pandemie ist abgefangen, sozusagen. Ja, dann die Hotlines werden jetzt radikal aufgestockt, weil Tausende von besorgten US-Bürgern ständig anrufen. 74 dpa-Meldungen. Jetzt kann die Schweinegrippe überall getestet werden. Und jetzt haben wir ein neues Grundrauschen weltweit, nämlich das Schweinegrippe-Grundrauschen. Ja, weil jetzt überall auf der Welt wird bei dem leisesten Verdacht auf das Schweinegrippe-Virus getestet. Und dass man natürlich auch was findet, wo man sucht, ist ja klar. Überlegen Sie sich nochmal, wir haben ständig Viren in uns, ständig Bakterien in uns, mehr als wir Körperzellen haben. Eine interessante Grafik, das ist die Anzahl der Länder, die blaue Linie, die Länder, die Schweinegrippefälle meldet. Ja, die nimmt natürlich kontinuierlich zu, weil es immer mehr Länder sind. Und das ist der Prozentsatz der Todesfälle unter den Meldungen. Weil die Schweinegrippe wird ja immer ungefährlicher. Basiert auf WHO-Webseite. Die Grafik habe ich aus einer anderen Webseite. So, hier eine Statistik des mexikanischen Gesundheitsbehörde. Ab 20 geht's los, ja, mit den Schweinegrippefällen. Oder Moment, die fangen sexuell. Also und hört bei 54 auf. Das weiß ich nicht, wie das zustande kommt. Da habe ich nur Vermutungen. Kommen wir noch dazu. Weil wie gesagt, normalerweise sind es die Alten und die Kinder, die Schwachen. Ja? 11. Juni, wir machen jetzt einen großen Sprung, weil irgendwann müssen wir heute auch noch fertig werden. Wir machen einen großen Sprung. 11. Juni, die WHO ruft Pandemiestufe 6 aus. Dr. Margaret Chan, Generaldirektorin der WHO. Als Begründung führt sie an, können Sie nachlesen, 30.000 Fälle in 74 Ländern, das sei die Begründung. Gleichzeitig heißt es aber auch, die überwältigende Mehrheit der Patienten erleidet nur milde Symptome. Schreibt sie in der gleichen Meldung oder in der gleichen Veröffentlichung. Die Zahl der Todesfälle ist weltweit gering. Wir erwarten auch keine plötzlichen und dramatischen Sprünge bei der Anzahl der schweren und tödlichen Infektionen. Sagt sie. Lesen Sie es nach, glauben Sie mir nicht. Ja, ich kann Ihnen hier viel erzählen. Ja? Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Lesen Sie, machen Sie bitte mindestens Stichproben, ob das, was ich hier Ihnen erzähle, stimmt. Dann sagt sie noch, viele, wenn auch nicht alle der schweren Fälle, traten bei Personen mit bereits vorliegenden chronischen Erkrankungen, insbesondere solche mit Atemwegsbeschwerden, auf. Und dann sagt sie noch, das Virus wird hauptsächlich in reicheren Ländern mit intensiver PCR-Überwachung festgestellt, also Labortestüberwachung. Die armen Länder haben natürlich nicht das Geld für solche Tests und darum tritt dort auch keine Schweinegrippe auf. Und eine als weitere Begründung, ja, das jetzt weltweit verbreitete Virus, was jetzt im Moment noch harmlos ist, kann jederzeit zu einem tödlichen Monster mutieren. Ja? Aber da oben, was sagt sie da oben? Wir erwarten keine plötzlichen und dramatischen Sprünge. Die widersprechen sich ohne Ende. Es ist einfach unglaublich. So, und wenn das Virus dann ärmere Länder erreicht, dann wird der Verlauf wesentlich schwerer sein. Ja? Bei Mexiko wissen sie nicht, warum es dort schwere Verläufe gibt. Aber wenn es nicht um Mexiko geht, dann können sie sich vorstellen, warum es da schwere Verläufe gibt. In ärmeren Ländern eben. Ne? So, nochmal das Influenza-Grundrauschen. Wir waren vorher bei 30.000 Fälle. Ne? Andersrum, erstmal bis zu 1 Milliarde Neuerkrankungen weltweit laut WHO, 2,5 Millionen täglich ungefähr oder bis zu.
Aber Schweinegrippe, 30.000 in circa 2 Monaten, das sind etwa 500 am Tag. Hat sich das Influenza-Grundrauschen spürbar, in irgendeiner Weise spürbar erhöht? Es gibt nur wenige, die sich aufregen. Einer, der sich aufregt, das ist ein Schweizer. Ich glaube, Jean spricht man ihn aus, ne? Jean Ziegler. Er war UN-Botschafter für das Recht auf Nahrung. Ja, er regt sich furchtbar auf. Ja? Schweinegrippe wird kaltherzig ausgenutzt, sagt er. Ja? Und er sagt, das ist ein Zynismus ohnegleichen. 100.000 Menschen sterben jeden Tag an Hunger. Ja? Aber dafür werden jetzt nicht solche Riesenaktionen gemacht. Ja? Da werden nicht Milliarden locker gemacht. Aber für die Schweinegrippe, für eine nicht existierende, sag ich jetzt, nicht existierende Pandemie. Ein paar Worte zum PCR-Test. Was macht denn der PCR-Test, von dem da die Rede ist? Der weist nicht etwa ein Virus nach, der weist Gensequenzen nach. Der wird auch in der Forensik verwendet beim Vaterschaftstest. Oder wenn Sie jemanden ermorden und lassen ein Haar bei der Leiche liegen, kann man an dem Haar feststellen, dass Sie das waren. Mit Hilfe so einer PCR. Der Mensch ist zu 90% ein Schwein. Wussten Sie das? Der ist zu 90% genetisch ein Schwein. Oder anders ausgedrückt, die Gene des Menschen und des Schweins sind zu 90% identisch. Beim Affen sind es so 97-98%. Ja, das heißt, wenn Sie ein Schweinegen in einem Menschen finden, ja, dann brauchen Sie sich doch nicht zu wundern, oder? Aber das CDC wundert sich. Es ist immer wieder von Parallelen die Rede, historische Parallelen. Schweinegrippe 1976 und spanische Grippe 1918. Parallelen, die mir auffallen. Eine Parallele, die mir wirklich auffällt, ist, es sind in Mexiko laut offizieller Statistik hauptsächlich jüngere Erwachsene betroffen. 1976 gab es einen Toten und 4 Erkrankte aufgrund einer angeblichen Schweinegrippe-Epidemie. Das waren Rekruten im Fort Dix, also auch junge Erwachsene. In der Folge wurde eine Impfaktion gegen Schweinegrippe gestartet. 40 Millionen Leute wurden geimpft. Aber leider gab es mindestens 500 Lähmungserkrankungen, von denen man weiß, und 30 Tote. Da hat man schnell wieder aufgehört zu impfen. Dr. Eleonora McBean schreibt in einem ihrer Bücher, dass die betroffenen Soldaten kurz vorher gegen Influenza geimpft worden sind. Und von ihr stammt auch das Zitat, was du vorgelesen hast, von 1918. Ich habe aber noch weitere Quellen gefunden, die darauf hindeuten, dass diese Sterbewelle unter den US-Soldaten in den Kasernen in Wahrheit durch Impfungen verursacht wurden. Die haben wie die Wahnsinnigen geimpft 1918, bevor sie die Soldaten nach Deutschland in den Krieg geschickt haben. Mindestens nachweislich gegen Pocken und Typhus. Und dann gab es noch jede Menge andere experimentelle Impfungen. Manche Quellen reden von 2 Dutzend Impfungen, Injektionen, was die Soldaten gekriegt haben. Das ist die Parallele, die mir auffällt. Ja, hier ein Foto noch von damals, von diesen Impfaktionen 1918. Historisches Foto. Der Erkrankungswelle gingen Impfaktionen voraus. So, Zusammenfassung. Ich will ja auch mal langsam zum Ende kommen. Ich habe noch kein gelbes Schild gesehen. Wo ist das gelbe Schild? Da ist das gelbe Schild. Es gibt keine Influenza-Pandemie. Dafür gibt es eine Labortestpandemie.
Und der Ausgangspunkt ist eindeutig identifizierbar, das CDC, die US-Seuchenbehörde. Es gibt auch hier eine fahrlässige Fixierung allein auf Erreger als Ursache. Das ist unglaublich, wie eindimensional diese sogenannten Forscher und Mediziner da vorgehen. Eine fahrlässige Fixierung auf fragwürdige Labortests. Eine beunruhigende Monopolstellung des CDC. Ein offensichtlicher Missbrauch dieser Monopolstellung. Die WHO ist offensichtlich nichts mehr als ein Anhängsel des CDC. Es gibt da auch ganz interessante personelle Verwicklungen oder Verbindungen. Der stellvertretende Direktor der WHO war früher beim CDC angestellt. Es gibt beim CDC einen epidemiologischen Nachrichtendienst seit 1950. Die sind überall in den Schlüsselpositionen in der Welt, bei den Gesundheitsministerien, auch bei der WHO. Die haben interessanterweise einen militärischen Charakter. Die haben Offiziersränge und so weiter. Und was deren eigentliche Aufgabe ist, tja, es sieht auch so aus, als wären die eigentlich, ich habe den Beweis noch nicht gefunden, als wären die eigentlich dem Verteidigungsminister unterstellt und nicht dem Gesundheitsminister. Obwohl die beim CDC angesiedelt sind. Die Behauptung, die auch so durchs Internet geht, das Schweinegrippevirus sei ein vom Militär gezüchtetes Virus, das entkommen ist, ist meiner Ansicht nach nicht belegbar, weil es gibt gar kein Virus. Es gibt nur das Testvirus sozusagen. Das industrielle Schweinefarmen-Ausgangspunkt ist auch nicht belegbar. Ich meine, ich will damit nicht die Massentierhaltung verteidigen, im Gegenteil. Aber es gibt keine Fakten aus meiner Sicht, die das belegen, dass da ein Virus, dass ein Virus in so einer Schweinefarm entstanden sei. So für mich der Schlüsselsatz, ja, für mich die Schlüsselerkenntnis, dass die US-Seuchenbehörde CDC kann zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt eine Pandemie ausrufen. So, und wenn die Lust drauf haben, in Wittenau eine Pandemie zu starten, dann kriegt die das auch hin. Kein Problem. Die brauchen bloß ein bisschen rumzutesten, dann finden sie irgendwelche unerklärlichen Ergebnisse und dann könnte es das Pandemievirus sein, das geht ganz schnell. Man muss sich also fragen, welchen Eindruck hat denn die Pharmaindustrie, die ja hauptsächlich da profitiert, auf die US-Regierung? Ein sehr markantes Beispiel ist der vorherige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Er ist einer der Hauptaktionäre vom Gilead-Konzern und Gilead hält die Lizenz für Tamiflu. Und als es den Lizenzstreit zwischen Roche und Gilead gab vor ein paar Jahren, hat die US-Regierung massiv zugunsten von Gilead eingegriffen. Dabei ist Tamiflu völlig wirkungslos. Ich habe hier ein paar Zitate dazu, möchte ich nicht vorlesen, damit wir schnell weitergehen können. Können Sie im Internet auch Artikel dazu finden. Und Tamiflu ist unter Umständen lebensgefährlich. Ja? In Japan sind Dutzende von mysteriösen Todesfällen von Jugendlichen nach Tamiflu-Einnahme bekannt. So, können die neuen Impfstoffe überhaupt funktionieren? Es wäre jetzt auch wieder ein ganz eigener Vortrag. Ich möchte da nur auf diese Impfreport-Ausgabe verweisen. Da können Sie nachlesen. Vorschläge formuliert, nach welchen Kriterien Sie selbst das beurteilen können. Um es kurz zu machen oder kurz einzusagen, nach meiner Ansicht gibt es keinen einzigen Impfstoff mit einem überzeugenden Wirkungsnachweis. Und das begründe ich hier in diesem Grundsatzartikel. Was sind jetzt die Ziele der geplanten Pandemie? Fragen wir uns natürlich, ja. Was sind die Ziele? Stufe 1, natürlich, da sind mehrere hundert Milliarden Euro Umsatz drin, ja, an Tamiflu und Labortestsysteme und die Impfstoffe nicht zu vergessen. Ja, da wird schnell mal eine Milliarde
ausgegeben von irgendeinem Parlament, ja, oder Regierung. Und wenn das die meisten Länder weltweit machen, dann sind da ein paar hundert Milliarden zusammen. Das ist schon ein Leckerli, oder? Die mögliche Stufe 2 wäre eine Wiederholung dieser Erfolgsstrategie etwa alle 3 Jahre. Aber wenn das einmal funktioniert hat, dann machen wir das doch in 2 oder 3 Jahren nochmal. Ja? Mögliche Stufe 3, die Etablierung einer jährlichen Sommerinfluenza-Impfung nach dem Vorbild der Winterinfluenza-Impfung. Ja, gegen die Sommergrippe und gegen die Wintergrippe haben wir dann 2 Impfungen im Jahr weltweit. Ach, das fließt doch ganz gut dann, der Umsatz. Kommt die Zwangsimpfung? Ist jetzt eine Frage, die viele von Ihnen beschäftigt. Kommt die Zwangsimpfung? Ja, letzten Endes kommt sie, sage ich. Aber Sie müssen ein paar Sachen dazu bedenken. Eine Zwangsimpfung würde auch zu einer Mobilisierung der Impfgegner und zu einer öffentlichen Impfdiskussion führen. Eine öffentliche Impfdiskussion führt aber zu einem Einbruch der Durchimpfungsraten. Ein österreichischer Vater, der nicht den Mund halten wollte nach dem Tod seiner Tochter, hat erreicht, dass hier in den deutschsprachigen Ländern es überhaupt zu einer Gardasil-Diskussion gekommen ist. Das ist der Krebsimpfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs oder einer der beiden Impfstoffe. Laut einer Pressemeldung sind die Verkäufe um bis zu 30% eingebrochen. Eine öffentliche Impfdiskussion durchbricht die kritiklose Leichtgläubigkeit der Massen und gefährdet damit grundsätzlich jeden Impferfolg. Es gibt da sowas wie einen heiligen Impfgedanken. Da gibt es auch Insider aus den Behörden, die das bestätigen. Oh, dem Impfgedanken darf nichts passieren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele negative Schlagzeilen erzeugen. Und der Impfgedanke, das ist wie ein Götze, wie ein goldenes Kalb, um das die Virologen tanzen. Der Impfgedanke, ja, dem darf nichts passieren. Darum, ja, bloß nicht zu hart vorgehen und bloß nicht bösen Impfgegner, diese Sektierer, ja, diese sektierischen Impfgegner mobilisieren. Das könnte doch zu einer Impfdiskussion in der Öffentlichkeit führen. Zu bedenken ist natürlich, dass jede neue Pandemie einen Riesenumsatz mit sich bringt. Eine Zwangsimpfung steht also meiner Ansicht nach nicht im Drehbuch. Aber ich beobachte die Impfszene jetzt seit etwa 10 Jahren, ziemlich intensiv oder zunehmend intensiv. Es wird jedes Jahr ein Stückchen enger. Unsere Freiheitsrechte wird jedes Jahr ein kleines bisschen enger. Ich hätte da etliche Beispiele, das würde jetzt zu weit führen. Das ist wie bei dem Frosch. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich habe es nicht ausprobiert. Wie bei dem Frosch, den man ins heiße Wasser schmeißt. Der springt sofort wieder raus. Tut man ihn in lauwarmes Wasser und erhöht ganz langsam die Temperatur, wird er am Schluss gekocht, ohne dass er es merkt. Das ist das, was mit uns passiert. Man treibt es nicht so dolle, dass wir nicht merken, was los ist. Oder die Masse nicht merkt, was los ist. Ja? Aber jetzt ist es auch bei der Schweinegrippe so, es ist da eine Eigendynamik. Es steht zwar nicht im Drehbuch, aber es ist eine Eigendynamik. Zu viele Interessensgruppen wollen einen möglichst großen Stück vom Kuchen. Ja, das kann sein, dass da irgendein Politiker auf einmal da diese Zwangsimpfung propagiert, um sich profilieren zu können. So, ich kann jetzt nur für Deutschland reden, aber ich denke, es gibt in Österreich und Schweiz ähnliche Regelungen. In Deutschland gilt das Infektionsschutzgesetz. Da steht drin, dass bei einer Zwangsimpfung eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesrates
notwendig ist, also eine Bestätigung des Bundesrates, eine Rechtsverordnung. Oder ersatzweise eine Rechtsverordnung einzelner Bundesländer, die werden sich aber voraussichtlich zurückhalten, solange das Bundesgesundheitsministerium nichts entschieden hat. So, wenn es jetzt dazu käme, zu so einer Rechtsverordnung, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Laut Infektionsschutzgesetz darf niemand bei Gefahr für Leib und Gesundheit geimpft werden, wenn dies mit einem ärztlichen Attest bestätigt ist. So ein Attest wäre also eine Befreiung. Zweiter Ausweg, das Aikido-Prinzip, wie ich das nenne, das ist ja eine japanische Kampfsportart, viele werden es kennen, die sehr defensiv ausgelegt ist und die Energie des Angreifers gegen ihn wendet. Das wäre meinem Vorschlag nach Folgendes: Man will sie da impfen und sie sagen, ja, im Infektionsschutzgesetz, ich glaube, das war es, Paragraph 20, da steht drin, man darf nicht bei Gefahr für Leib und Leben und Gesundheit geimpft werden. Bitte bestätigen Sie mir, dass kein Risiko für Leben und Gesundheit besteht. Bestätigen Sie mir das bitte auch bitte. Ja? Spieß umkehren. Ja, das wäre mein Vorschlag. Das, wenn das genügend Leute machen, das schafft so viel Verwirrung im System. Ich glaube, dass auf jeden Fall würde das diese ganze Aktion ins Stocken bringen. Ausweg Nummer 3 wäre eine Verfassungsklage, zumindest in Deutschland. Wenn es eine Rechtsverordnung gibt, kann man auch dagegen klagen. Und wir würden definitiv dagegen klagen und könnten auch übers Internet sehr schnell mobilisieren. Vorsorge gegen mögliche Zwangsimpfung. Was können wir denn heute schon tun? Wir müssen uns ja fragen, wie lange wollen wir Frösche jetzt noch warten? Ja, wann wird es uns zu heiß? Ja, wenn wir uns jetzt entscheiden, okay, ich will vorsorgen, was kann ich denn jetzt schon machen? Es muss einfach vor dem Erlass dieser Rechtsverordnung zu einer parlamentarischen Debatte kommen. Das ist wichtig. Das darf nicht durchgewunken werden. Dazu bedarf es aber informierter Abgeordneter, die genügend Druck von ihren Wählern bekommen. Und wer sind die Wähler? Ja, das sind Sie und ich. Ich schlage also vor, jetzt schon aktiv zu werden, informieren, eine begründete Meinung bilden, nicht alles glauben, einfach mal Quellen nachschlagen, bei mir und bei anderen Themen, ja? Informieren, solidarisieren, gründen Sie Diskussionsstammtische, treffen Sie sich mit Gleichgesinnten in Ihrem Ort. Es gibt mehr Gleichgesinnte, als Sie ahnen. Terminieren, nicht mit dem Terminator zu verwechseln. Machen Sie einen Termin mit Ihrem Abgeordneten. Nicht alleine, gehen Sie da mit anderen hin. Und legen Sie ihm die Fakten vor und bitten Sie ihn um Stellungnahme. Bleiben Sie am Ball, entlassen Sie Ihren Abgeordneten nicht aus der Verantwortung. Wichtige Regel, wenn Sie so ein Abgeordnetengespräch wirklich vorhaben, und es, meiner Ansicht nach, ist es bei keinem anderen Thema so leicht zu argumentieren, weil Sie haben alles, ja? Sie können das alles auch ausdrucken aus dem Internet, unterstreichen und Ihrem Abgeordneten vorlegen. Wichtig, lassen Sie Ihren Ärger und Ihren Frust am Stammtisch raus, aber nicht beim Abgeordneten. Immer sachlich, geduldig, höflich, freundlich, nicht rechthaberisch, möglichst, ja. Aber ja, vermitteln Sie ihm das Gefühl, dass Sie ihm grundsätzlich freundlich gesinnt sind. Jedes Gespräch möglichst mit einem Ergebnis beenden, eine Zusage des Abgeordneten, bestimmte Quellen zu lesen oder sich eine Meinung zu bilden oder aktiv zu werden. Und seien Sie penetrant, freundlich und höflich ohne Ende, aber penetrant. Das ist meiner Ansicht nach die Zauberformel. Es ist immer wieder von der kritischen Masse die Rede in der Bevölkerung, die, wenn die erreicht wird an informierten Menschen, ja,
die dann praktisch einen Wandel, zu einem Wandel führen kann. Ich persönlich glaube, 1% der Bevölkerung reicht vollkommen aus. Von Menschen, die informiert sind, die ohne Angst sind und im Rahmen ihrer Umgebung und ihrer Möglichkeiten aktiv werden. Vielleicht würden sogar 6.000 Aktive in Deutschland reichen. Wir haben etwa 600 Bundestagsabgeordnete, da kämen auf jeden Abgeordneten 10 Leute, wenn die das konsequent durchziehen. Vielleicht sind es auch nur 600, die wir brauchen, um den Unterschied auszumachen. Ich weiß es nicht. Es geht ja nicht um die Erfüllung von Zahlen. Es geht darum, überhaupt einmal anzufangen. Kommt Ihnen der Mann bekannt vor? Barack Obama soll das sein, im Spiegel tituliert mit der Frage Erlöser oder Verführer. Ich habe mir da inzwischen meine Meinung gebildet, viele von Ihnen sicherlich auch. Aber der hat während seines Wahlkampfes einen Satz gesagt, der hat mich elektrisiert. Den hat er anscheinend immer wieder gesagt, nämlich You are the people you have been waiting for. Ihr seid die Leute, auf die ihr die ganze Zeit gewartet habt. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Aus seinem Mund, ja, der Champion der Leute, die uns aussaugen, sagt uns die Lösung. Wir haben die Wahl. Meiner Ansicht nach stehen wir vor einer historischen Entscheidung. Ich sehe das ähnlich wie du. Wir haben die Wahl. Warten wir weiter auf den Erlöser? Sei es ein Messias aus den Wolken oder Außerirdische von irgendwelchen UFOs. Warten wir auf Clark Kent, Superman vom Planeten Krypton oder auf die Jedi-Ritter. Ganz egal, worauf wir warten, warten wir oder entscheiden wir uns dafür, dass wir die Lösung sind. So, wer zum Thema Schweinegrippe noch mehr Details nachlesen möchte, findet sie in dieser Ausgabe. In der nächsten Ausgabe, die auch die Blauzungenkrankheit als Hauptthema haben wird, wird es Aktualisierung dazu geben. Dann gibt es eine Ausgabe zu SARS. Sehr parallel, sehr ähnlich. Das Muster ist immer das gleiche, wie es abläuft. Habe ich akribisch recherchiert, können Sie, wenn Sie möchten, dort nachlesen. Zwei Bücher, die mir irgendwie noch am Herzen liegen. Einmal von einer amerikanischen Psychotherapeutin, Anne Wilson Schaaf. Das Buch heißt Im Zeitalter der Sucht. Auf Englisch heißt es, When a society becomes an addict, wenn eine Gesellschaft zum Süchtigen wird oder süchtig wird. Ja. Sie erklärt, ohne Verschwörungstheorien und ohne esoterischen Überbau sehr gut die Mechanismen, die Abhängigkeitsmechanismen, auf die unsere Gesellschaft, unsere kranke Gesellschaft fußt. Deswegen meine Empfehlung, weil wir müssen auch natürlich gucken, wenn wir die Lösung sind, ja, dann müssen wir uns auch fragen, wie tragen wir denn bisher bei an dem Krankensystem. Und nur wenn wir das erkennen, können wir aus diesem Muster auch aussteigen. Das andere Buch, das ist spirituell um einiges anspruchsvoller, Ich vergebe, Untertitel Der radikale Abschied vom Opferdasein. Also da bin ich noch am Knabbern an dem Buch, das ist ziemlich heftig. Ja, ich weiß, einige von Ihnen kennen es sicherlich, ja, von Colleen Tipping. Ich habe 3 Exemplare, glaube ich, dabei. Also kann man in jedem Buchhandel besorgen oder auch bei mir im Webshop bestellen. So, jetzt bin ich aber, wichtig. Leichtgläubigkeit ist eine der Hauptursachen für die Probleme der Welt. Ja? Glauben Sie auch mir nicht einfach, sondern machen Sie mindestens eine Plausibilitätsprüfung. Gewöhnen Sie sich das an, bevor Sie eine Meinung übernehmen. So, letzte Folie. Meine Webseiten, das ist einmal impfkritik.de, das ist das Themenportal zum Thema Impfen.
Dann infreport.de, da ist meine Zeitschrift, wird da vertreten. Und da gibt es einen kostenlosen Newsletter und ein Archiv. Da gibt es jede Menge kostenloser Sachen auch. Dann gibt es einen Verein, den ich gegründet habe mit ein paar Ärzten. Arbeitsgemeinschaft Bürgerrecht und Gesundheit. Wir würden zum Beispiel auch im Zweifelsfalle oder im Ernstfalle eine Verfassungsklage anstreben. Dann gibt es noch eine Idee von mir für eine Gesundheitsreform von unten. Wenn es Sie interessiert, sozialwahl2011.net. So, damit bin ich jetzt endlich am Ende angelangt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Talsin. Ich sage es ja, Autodidakt. War sehr gründlich, sehr ansprechend für mich. Die Reaktion haben Sie selber gehört. Ich möchte an einem Punkt nochmal ansetzen. Also ich danke Ihnen nochmal für das Referat und überhaupt, dass Sie in den vollzeitlichen Dienst gegangen sind. Ich denke, das ist notwendig, dass Menschen freigesetzt sind, um sich vollzeitlich diesen Dingen, diesen akribischen Studien auch zuzuwenden. Denn wer von uns hätte schon Zeit, all das so zu dokumentieren? Aber war ein sehr origineller Gedanke, das in einem Datenverlauf einmal beobachten zu können. Es war sehr überzeugend. Ich möchte nochmal danke. Ich möchte nochmal den Grundgedanken kurz aufgreifen, was er am Schluss gesagt hat, dass wir uns ja übers Internet mobilisieren können. Dem würde ich entgegenhalten, nochmal, was ich am Anfang sagte. Also die ganz obersten Bosse des Internets haben das bereits öffentlich verkündigt, dass sie Verschwörungstheoretiker ausschließen werden aus dem Internet. Also ich sage das einfach mal zur Vorsicht, verlassen wir uns nicht aufs Internet. Ich baue schon seit Jahren, ich denke schon über 10 Jahre bewusst so, dass wir sagen, wir sind internetunabhängig, obwohl wir das Internet gebrauchen. Aber wir gebrauchen es nur mit im Hinblick, ich habe das schon vor 10, 15 Jahren gesagt, dass wir da rausfallen werden. Mein Lösungsansatz hier, lasst uns die Mobilmachung, wenn man von Mobilmachung schon spricht gegen diese Dinge, lasst sie uns über einen Infofluss zwischen uns entstehen, dass wir heiligen Handschlag geben lernen, dass wir merken, wir sind das Volk, wir sind die Antwort, aber es braucht heilige Handschläge, Handschlag Express. Wir müssen uns so aufbauen, dass wir miteinander vernetzt sind, dass das unzerstörbar ist, weil es von Hand zu Hand gereicht wird und weil jeder von diesem Handschlag-Express zu diesem neuen Journalismus gehört. Jeder gibt Handschlag, jeder tut es auch und jeder wird seine 10 dahin wirklich missionieren, dass sie in Treue und Wahrheit diese Zettel nehmen und informieren und Informationen weitergeben. Wir können uns am Anfang über Informationsaustausch trainieren, vielleicht mit der Zeit mit Rückmeldung, dass man sieht, wie viele das tatsächlich in diesem Lauf drin sind. Und via Informationsaustausch können wir uns auch schlussendlich mit einem Handgriff, wenn das eingespielt ist, können wir uns mobilisieren, wenn es zu einer Verfassungsklage kommt oder was immer. Wir können über Nacht, wenn wir hier nur treu sind, können wir in kürzester Zeit Millionen von Menschen wirklich aktiv mobilisieren. Das Volk wird wieder zum Souverän werden.